An einem unbekannten Tag im Januar, 43 Jahre nach dem Sieg der Oktoberrevolution, wurde Patrice Lumumba erschlagen. Sieben Monate nachdem sein Land die Freiheit erkämpft hatte. Dies ist unverbrüchlich.
einer Fußspur gingen die Demonstranten. Als er dann im KZ war, kam es zu Massenstreiks. Die Belgier setzten Truppen ein. Wohin sie auch gingen, wohin sie sich wenden, was sie auch tun, ihnen folgt keiner nach. Des Kongo wird beschlossen. Wenn auch Analphabeten, die morgen Staatsmänner und Spezialisten sein werden, weit ehrenvoller als ihre Vorgänger. A
Afrika wird niemals Atomwaffen herstellen. Jeder Tag bringt uns einen Schritt vorwärts. Der Imperialismus macht bankrott.
Thank you.
Deutscher, heißt es, erschoss ihn. Vorgehaltenen Händen. Es ist vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Sie ließen die Meldung verbreiten, Lumumba sei ihnen entkommen. Sie glaubten beinahe die eigene Lüge. Thank you.
Unbotmäßigkeit des Erschießungskommandos folgerten die Kolonialherren. Sie fürchten sich vor Geistern, die armen, unwissenden Schwarzen. Und ließen das Erschießungskommando erschießen. Die gestern für sie waren, sind heute tot. Die heute für sie kämpfen, werfen ihnen morgen den Mörderlohn vor die Füße. Es blieben die Studenten am Stimme. Selbst in den Wind trägt sein Gesicht sich ein. Unter den Völkern leuchtet sein Name, ein Mantel aus Mut hüllt sein Name uns.